So, Leute, herzlich willkommen wieder. Ja, wir sind jetzt wieder in der Region. Wir sind fertig mit diesen Städtchen. Ja, oder mehr Arbeitsplätze als Bevölkerung? Nein. Das da drin? Ja, da denke schon. Ja, wir haben jetzt hier jetzt diese Stadt, dieses Dörfchen, Agro Village gebaut. Und haben es dann gerade so geschafft, wieder ins Plus zu kommen, nachdem wir ein bisschen im Defizit rumschwammen. Ja, ich würde dann jetzt einfach mal hergehen und sagen, dass wir ein Dinge bauen mit reiner Industrie. Ja, wo wir mal ein bisschen komplett nur Industrie haben. Und das würde ich ganz gerne dazwischen bauen, oder? Ja, irgendwie sinnvoll. Kann nämlich hier noch ein paar Heuschkel und dann fahren die alle hier zur Arbeit. Ja, würde ich dann mal machen. Sagen. Ja, machen wir's. Machen wir's. Also, wollen wir wieder ein bisschen Fluss und so reinbringen? So Natur und so, oder scheißen wir drauf? Komm, wir machen einfach hier irgendwie so einen kleinen Krater rein. Sag da einen kleinen Krater, nicht einen großen. Bäm. Gleich das Ganze an. Schöne Ebene hier. Toll, jetzt ist es wieder weg. Und weg ist es. Das hat's ja voll gebracht. Dann machen wir eben hier so ein Tal rein. So, passt schon. Dann Weichzeichnen. Ja, sieht doch ganz nett aus. Und dann fangen wir auch an. Mit, ja, wie kann man das jetzt benennen? Also wir haben ja jetzt eine Industrie, Stadt, die wir dann... Ja, wie nennen wir die? Wie nennen wir die? Industrie... Place. Ganz kreativ. Stadt gründen. Pause. Die Einwohner-Dinger sind immer oben. Wollt ihr mich flachsen? Ganz ehrlich. Okay, ich würde sagen, wir gehen bei der Industrie direkt mal runter. Hallo, schneller. Ich habe keinen Bock, so lange zu warten. Komm, was will ich machen? So. 4, Komma. Das haben wir 6, 2. Ah, ne. Stadtverordnungen sind zurzeit nicht möglich. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen kein Gesundheitszentrum, wir brauchen keine Bildung, wir brauchen Polizei und Feuerwehr. Polizei und Feuerwehr brauchen wir für das ganze Turnier. Ja, das will auch mit der Bildung in der Industrie. Also Stadtdinger hier. Ich hätte jetzt beinahe vergessen, dich hinzulegen. Als erstes. Oh ja, auch richtig knapp wieder, ne? Mit dem Tümpel da. Ich hab das aber gar nicht für die Industrie. Dadurch, verdammt. So, und fertig. Machen wir schon mal einen Kreis. Dann kommt jetzt der Außenring. Ja, was heißt Außenring? Wir ziehen hier einfach eine Straße rum. Das kann man schimpfen, wie man will. Annehmen. Oh, wir sind ja zu viel. Und dahin. Da haben wir hier so ein Brückchen.
Egal. Ja, wir brauchen schon ein Klärwerk dann, ne? Überlege ich gerade. Also Mülldeponie bauen wir nicht dahin. Die hauen wir, die hauen wir, die hauen wir. Hier. Schöne. Schön große Müllkippe. Ja, 5000. Passt. Passt schon. Machen wir das hier. Und die ganze Fläche voll. Auf ist zu groß. Hallo? Ich mich nur verarschen. Eins, zwei. Ja. Und darüber. Und dann einmal wieder komplett Industrie ignorieren. So, passt doch. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, wo wir die Busstation platzieren. Ja, haben wir die auch da. Kann ja nicht zu wenig von den Dingern haben. Vor allem, wenn ich so überlege, wie der Fahrplan dafür aussehen müsste. Also, hui, hui, hui. Weil ich zu viel kriege. Dann muss ich auch noch mit dem Bus fahren und so. Hui, 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 hui. So, der Ewigkeit. Dann laufe ich einmal zu Fuß so und dann war ich da auf dem Bus. Ja, genau. Hier kommt dann ein Wasserding rein. Und dann fliegen wir wieder spannenderweise rum. Richtig spannend. Gut, dann haben wir eben hier noch ein Kraftwerk rein oder zwei, denn die Industrie stückt doch ein bisschen. Ah, wir wollten immer noch Rohre verlegen, stelle ich gerade fest. Escape. Hier machen wir es jetzt clever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Ah, okay, schon durch ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und einmal nach da oben. Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und einmal wieder hoch. Ja, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wieder hoch. Komm, das schaffst du. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und perfekt geht das hier auf. Und nicht viel Rohre verschwendet und so. Ja, da haben wir schon mal die Wasserversorgung gesichert. Dann müssen wir noch sehen, dass die Elektrizität auch hier rüberkommt. Macht ja keinen Sinn, wenn die da nicht rüberkommt. Ich denke einfach zur Eisenbahn anschließen, das müsste reichen. Das ist der kürzeste Weg, der Weg. So, fertig. Jetzt müssen die auch Strom haben. Bauen wir ein bisschen bei der Bahn. Güterbahnhof. Ja. Lass uns ein bisschen überlegen, wie man es am gescheitesten baut. Bauen wir hier erstmal ein bisschen die Straße weiter. Und ich denke, daran an. Binden könnte man es dann bauen. So. Kommt da das hin? Den schon mal. Und dann hatte ich überlegt, den Bahnhof hier auch hin zu klatschen. Oder auf die andere. Der bauen wir auf die andere Seite. So, zwei Dinge müssen reichen. Und Bahnhof auch hier hin. So. Der Bahnhof passt hier überall schön rein. Können die Straße so runterführen lassen. Na gut, die Straße ist halt ein bisschen verkorkst. Aber was soll's. So, da, Busstelle.
Bushaltestelle. So, dann haben wir hier dann auch einfach wieder komplett Industrie. Ich denke, wir müssen hierfür ein bisschen oft umswitchen. Aber das müsste ja schon hin. Ja. Das war eigentlich. Ach so, für die Flugzeuge, diese Dinger. Ha? Habe ich da was vergessen? Nö, eigentlich nicht. So, die Spannung steigt. Keine Straßenanbindung? Das war. Kein Strom. Ich hab dort da Strom hingelegt. Ich dachte, das würde reichen. Egal. Also Abteil. Okay, jetzt haben wir die zumindest nicht. Ah, okay, cool. Da kommt sie auch schon. Ah, es lädt ein bisschen. What the fuck? Ich sagte ja, das frisst ein bisschen viel Strom dann. Aber die Decke. Dann hauen wir ein richtiges Kraftwerk hier rein. 7000, 3000, ja. Das müsste für unsere Zwecke erstmal reichen. So, und weiter. Jetzt haben sie zumindest alle wieder Strom. So voll krass. So ein paar Dinge da fressen voll viel Strom. So, der Wachstum hat aufgehört. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ach Leute, ihr könnt hier nicht einziehen. Die Bildung braucht man nicht. Die ist, nicht erforderlich. Ja, ich hätte doch dann ganz gerne auf dem Welt geht hoch. Egal. Unzureichende Gelder. Ja, dann haben wir so ein bisschen Geld noch hier gesichert. Damit wir Busstationen bauen können. Und da drüben. So. Hab ich jetzt irgendwas vergessen? Nö, ne? Glaub nicht. Wofür geht eigentlich das ganze Geld drauf? Öffentliche Angelegenheit. Reinigung, Energie, Wasser. Gesamte genutzte Energie. Kann man ein bisschen runterschrauben. Gibt das Ding auch? Nein. Gefüllte von New York. Kann man mal machen. So. Dann haben wir das schon mal hier rückgängig gemacht, aber es geht immer am meisten Geld drauf. Nachbarschaftshandel, ja, nicht wirklich. Geschäftsabschlüsse. Giftmülldeponie. Stadtverordnung. Glücksspiellegalisierung. Jetzt haben wir dann Verschmutzung, Müll, Kommunität, Fahrtwege kurz. So, prima. Hightech-Industrie ist das direkt. Krass. Ja, hier schauen wir ein bisschen höher. Und annehmen. Ich würde jetzt einfach behaupten, dass hier nämlich gerade die Arbeiter fehlen. Industrie herstellen. Darum müssen wir jetzt einfach mal. Da fehlt der Strom, aber das juckt ja keinen. Machen wir hier Pause, speichern. Oder wie viel Zeit? Ja, machen wir hier Schluss. Und wir sehen uns dann im nächsten
Örtchen wieder, wo wir dann, also ich baue schon mal so die grobe Struktur wieder auf, die ihr auch hier schon seht. Und da machen wir dann einfach reine Dienstleistung. Oder wir gehen, ja, müssen wir mal gucken. Wir gehen nämlich in ein Örtchen, wo wir dann einfach Wohnhäuser bauen, so dass praktisch die Dinger hier miteinander kommunizieren, was sie auch schon so tun. Sonst würde ich ja keine Arbeiten gehen, keine Häuser und so, logischerweise, ne? Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben, wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen unten, oder wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich und verpasst keine Folge mehr. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!